Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen an diesem schönen Sonntagmorgen. In diesem besonderen Gottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche wird mein Nachfolger Ernst Wilhelm Gohl in das Amt des evangelischen Landesbischofs in Württemberg eingeführt. Und in diesem Gottesdienst verabschieden wir auch nach 17 Jahren Landesbischof Frank Ottfried Juli. Wir beide stellen uns unter ein Wort aus dem Matthäusevangelium. Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Seien Sie herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können und wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst. Nachdem der scheidende und der designierte Bischof sich am Ende des Zuges eingereiht haben, sehen wir hier den feierlichen Einzug in die Stiftskirche zu eigens für diesen Anlass komponierter Musik. Gefolgt vom Präsidium der Landessynode laufen die Kollegiumsmitglieder des evangelischen Oberkirchenrates und viele leitende Geistliche, Bischöfe, Kirchenpräsidentinnen aus der evangelischen Kirche in Deutschland. Ein altes Prozessionskreuz aus dem 18. Jahrhundert wird dem Zug vorgetragen. Es stammt aus der Urbanskirche in Schwäbisch Hall. Wenn alle Platz gefunden haben, wird der Gottesdienst eröffnet durch den Eingangschor der Bachkantate. Bringt dem Herrn Ehre seines Namens.
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde hier in der Stiftskirche in Stuttgart und an den Fernsehschirmen, herzlich grüße ich Sie alle zu diesem besonderen Gottesdienst, Abschied und Neubeginn. Am 19. März des Jahres wurde Dekan Ernst Wilhelm Gohl von der Württembergischen Landessynode als Wahlgremium zum Landesbischof und damit zu meinem Nachfolger gewählt. Im heutigen Gottesdienst darf ich dieses Amt an ihn weitergeben. Wir freuen uns, dass viele Gäste aus der Politik, an der Spitze unser Ministerpräsident, und vielen verschiedenen Gesellschaftsbereichen anwesend sind. Ebenso grüße ich viele, viele ökumenische Gäste aus aller Welt und aus unserem Land. Es ist eine Freude, dass viele leitende geistliche Bischöfinnen und Bischöfe, Vertreterinnen und Vertreter verschiedener kirchlicher und diakonischer Institutionen, auch aus der evangelischen Kirche in Deutschland, dem neuen Landesbischof Weggeleit geben und ihn als neuen Mitbruder begrüßen. Wir denken auch an die, die krankheitsbedingt absagen mussten, zum Teil kurzfristig. Abschied und Neubeginn. Dies soll von Gottes Verheißung und Zuspruch begleitet werden. Deshalb steht über diesem Gottesdienst das Wort aus dem Matthäusevangelium: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir loben Gott und beten miteinander Psalm 139 im Wechsel. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So werde auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet in der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Wir beten. Gütiger, ewiger Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Himmel und Erde, Pflanzen und Tiere und auch wir, deine Töchter und Söhne. Wir alle loben dich an diesem Morgen und durch die Zeiten singt deine Kirche in aller Welt dein Lob. Wir danken dir, dass du selbst deine Kirche durch die Zeiten begleitest und erhältst. Heute danken wir dir ganz besonders, dass du Menschen berufst, deiner Kirche zu dienen. Wir bitten dich, komm nun selber zu uns, öffne unsere Ohren und unsere Herzen für deine Gegenwart und lass uns nie vergessen, dass du selbst uns von allen Seiten umgibst. Und wir beten weiter miteinander und füreinander in der Stille. Lob sei dir, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag aus Matthäus 28. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Dieser Zusage Gottes lasst uns Antwort geben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lieber Bruder Ernst Wilhelm Gohl, liebe Gemeinde, am Pfingstmontag fand hier in der Stuttgarter Stiftskirche der Tag der weltweiten Kirche statt. Wie immer ein Höhepunkt des Zusammenkommens der vielen internationalen Gemeinden hier in Stuttgart und in Württemberg. Eine indonesische Pfarrerin betete sehr eindrücklich dafür, dass der Dienst im Bischofsamt gut weitergegeben werde. Darum geht es heute. Ein anvertrautes Amt, einen anvertrauten Dienst in der Kirche Jesu Christi weiterzugeben. Auf ihrem Weg durch die Zeit braucht es immer wieder die Bereitschaft, die verschiedenen Aufgaben anzunehmen und zu gestalten. So auch heute hier bei uns in Württemberg. Lieber Bruder Gohl,
zum Amt des Landesbischofs in der evangelischen Landeskirche in Württemberg ist viel geschrieben und gesprochen worden, im Rückblick wie im Vorblick. Und manches zu den Veränderungen in der Gesellschaft und den Herausforderungen für uns als Kirchen in Deutschland. Dies wird wie schon bisher die Aufgabenfelder eines Landesbischofs begleiten. Und auch mit deinen neuen Gaben werden weitere Perspektiven aufzuzeigen sein und weitere Akzente gesetzt werden. Aus dem Zuspruch des Evangeliums von Jesus Christus um der Menschen willen in ökumenischem Geist und diakonischer Liebe. In den vergangenen 17 Jahren habe ich mich in der Ausübung des Amts als Landesbischof an 5 Aufgabenfelder, die mir damals auch genannt wurden, besonders mich orientiert. Ich bin mir sicher, dass du diese Reihe mit weiteren Ergänzungen und Akzentsetzungen weiter fortführen wirst und erweitern wirst. Zum einen das Amt der öffentlichen Rede vom Glauben. Zum zweiten das Amt der Repräsentation in der Gesellschaft. Zum dritten das Amt der Aufsicht und der Übersicht. Zum vierten das Amt der Einheit nach innen. Und letztlich das Amt der Einheit nach außen. 5 Aufgabenfelder. Du, lieber Bruder Ernst Wilhelm Gohl, hast von Gott deine eigenen großen Gaben erhalten. Du wirst diese Aufgaben, diesen Dienst mit deinem Stil und der dir eigenen Dynamik ausfüllen. Ich weiß das und freue mich darauf. Die evangelische Landeskirche in Württemberg wird bei aller Vielfältigkeit von dem einen Leitwort getragen seit den Zeiten der Reformation: Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Ein Wort, das auf den großen Horizont hinweist, aus dem wir alle leben dürfen. Ein Wort, das uns aber auch auf die große Verpflichtung hinweist, die wir in der uns gegebenen Zeit erfüllen sollen. Das Evangelium in den Verhältnissen unserer Tage in die Lebenswelt der Menschen zu bringen, im ökumenischen Geist und in diakonischer Haltung. In öffentlicher Verantwortung in unserer Gesellschaft genauso wie in sensibler Seelsorge, im Buße tun und neu anfangen dürfen. Worte, die in unser Leben hinein und über es hinausweisen. Lieber Bruder Gohl, bei dem Leitmotiv dieses Tages haben wir beide auf Matthäus 28 gehört. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unter diesem Wort gebe ich voll Vertrauen auf Gottes Geleit und Segen das Amt des Landesbischofs in der evangelischen Landeskirche in Württemberg nach der Wahl durch unsere Landessynode an dich weiter. So wie es die indonesische Schwester im Gebet ausgesprochen hat: Es möge gut und es wird gut werden. Amen.
Liebe Gemeinde, nun soll Ernst Wilhelm Gohl in das Amt des Landesbischofs eingesetzt werden. Weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir. Nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Darum erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie besonders lieb um ihres Werkes willen und haltet Frieden untereinander. Nun bitte ich dich, lieber Bruder Ernst Wilhelm Gohl, dein Amtsgelübde vor der Gemeinde abzulegen. Dazu erheben wir uns. Ich gelobe vor Gott, mein Amt im Aufsehen auf Jesus Christus zu führen, den alleinigen Herrn der Kirche. Gebunden an mein Ordinationsgelübde will ich in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Ordnung und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut werde, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist. Ich will in dem mir übertragenen Amt die Ehre Gottes und das Heil der Menschen unverrückt im Auge behalten, über die Gemeinden und Dienerinnen und Diener der Landeskirche als Hirte wachen, die Verfassung der Kirche und ihre Ordnungen gewissenhaft wahren, ihre Einrichtungen nach Kräfte fördern und in allem darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche gewehrt werde. Ich will die geschwisterliche Verbundenheit der Landeskirche mit den anderen evangelischen Kirchen in Deutschland und mit der ganzen Christenheit der Welt nach Kräfte pflegen, die Sache des Evangeliums vor der Öffentlichkeit nach bestem Wissen und Gewissen vertreten und so treulich mithelfen, dass die Kirche in allen Stücken wachse an dem, der das Haupt ist, Christus. Im Vertrauen auf die Verheißung, die Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat, setzen wir dich ein zum Landesbischof unserer evangelischen Landeskirche in Württemberg. Empfange dazu Gottes Segen. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der dich zu diesem Dienst gerufen hat, erleuchte, stärke und regiere dich in seinem Geist und lasse dich Frucht schaffen, die bleibt in Ewigkeit. Amen. Empfange nun als Zeichen deines Amtes dieses Amtskreuz, das alle deine Vorgänger seit Theophil Wurm in über 90 Jahren getragen haben. Das Kreuz mahne dich an den Herrn der Kirche, der dich in dieses Amt gerufen hat. Das Kreuz erinnere uns alle an den Herrn Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Friede sei mit dir. Amen. See him.
Lieber Ernst Wilhelm, als Vorsitzender der Ulmer Bezirkssynode habe ich zusammen mit dir über gut 1,5 Jahrzehnte Kirche in und um Ulm herum leiten und gestalten dürfen. Dabei habe ich dich als einen Menschen kennengelernt, der mit Visionen und großem Gottvertrauen das Evangelium verkündet, der auf andere zugeht, ihnen zuhört und unterschiedliche Meinungen zusammenführt und der mit großem Mut und Durchsetzungskraft sich den Herausforderungen unserer Zeit stellt. Gute Gaben auch für dein Amt als Landesbischof. So wünsche ich dir für alles, was jetzt kommt, viel Weitsicht, Kraft, Geduld und Weisheit. Gut, dass wir bei all unserem Tun und auf Gottes Schutz trauen und seinen Segen erhoffen dürfen, so wie es im 2. Buch Samuel steht. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils, mein Schutz und meine Zuversicht. Lieber Ernst Wilhelm, an diesem besonderen Tag grüße ich dich als Pfarrerin der Waldenser Kirche in Italien. Seit dem gemeinsamen Studium sind viele Jahre vergangen, aber du hast in deinem Dienst weiterhin betont, wie die Kirche Jesu Christi vielfältig sein kann. Ich wünsche der Landeskirche in Württemberg, dass sich diese ökumenischen Partnerschaften auch fruchtbar auf sie wirken. Ich grüße dich mit den Worten aus der Bibel: Darum nehmt einander an, wie euch Christus angenommen hat. Lieber Ernst Wilhelm, wir haben als Synodale einige gemeinsame Jahre mit Höhen und mit Tiefen erlebt. Und ich freue mich, dass ich nun deine ersten Jahre im Amt als Bischof, als Präsidentin der Landessynode begleiten darf. Persönlich, wie stellvertretend für die Synode, möchte ich dir folgendes Bibelwort aus den Sprüchen mit auf den Weg geben. Befiehl dem Herrn deine Wege, so wird dein Vorhaben gelingen. Lieber Ernst Wilhelm, Gottes Segen möge dich begleiten. Geh, iss dein Brot mit Freuden und trink deinen Wein mit frohem Herzen, lieber Ernst Wilhelm, denn längst hat Gott dein Tun gebilligt. So steht es im Alten Testament im Buch Kohelet. Wie haben wir immer gesagt, eine gute Stimmung und Freude ist das Wichtigste bei all unseren Begegnungen mit Menschen. Dass wir so sein können, dafür sorgt Gott selbst, indem er uns immer wieder Freude schenkt, in vielem, nicht nur in Brot und Wein, ganz irdisch. Aber auch dadurch, dass er uns frei macht zum Handeln. Denn längst hat Gott unser Tun gebilligt. Was für ein Geschenk, was für eine wunderbare Zusage. Lebe daraus als Mensch, als Bischof. Nach diesen sehr persönlichen Worten haben sich nun die leitenden Geistlichen von ihren Plätzen erhoben, um dem neuen Bruder im Amt in ihrer Mitte ihre Aufwartung zu machen und ihn zu grüßen. Wir sehen hier Volker Jung, den Kirchenpräsidenten der EKHN, gefolgt von Erzbischof Stefan Burger aus der Erzdiözese Freiburg. Nioman Suanda aus Bali. Und Anbar Damian von der koptisch-orthodoxen Kirche in Deutschland. Rolf Barreis aus Georgien.
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg ist ja verbunden vor allem mit vielen Kirchen in Osteuropa. Dorothee Wüst, Kirchenpräsidentin der Pfalz. Lieber Bruder Frank Ottfried Judy, gestern, auf den Tag genau gestern, vor 17 Jahren, wurdest du ins Amt als des Landesbischofs der Württembergischen Landeskirche eingeführt. Und du hast dieses Amtskreuz länger getragen als alle deine Vorredner. Theophil Wurm, unser erster Landesbischof, war zuerst Kirchenpräsident, bevor er dann Landesbischof wurde und dann das Amtskreuz 15 Jahre trug. Du hast es 2 Jahre länger geschafft. Ich glaube, das ist echt ein Rekord, muss man gucken. Heute wirst du verabschiedet und deshalb will ich dir im Gottesdienst im Namen unserer Landeskirche herzlich für deinen Dienst danken. Unser Dank gilt dir als fröhlichem Verkündiger des Evangeliums, deiner Menschenfreundlichkeit, deinem großen Geschick als Moderator und Brückenbauer in Kirche und Gesellschaft. Kompromissbereitschaft und Geduld sind Gaben, die ein Brückenbauer braucht und die hast du in hohem Maß eingebracht und so zu mancher Einigung entscheidend beigetragen, zum Beispiel bei der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Dass Kirche Diakonie und Diakonie Kirche ist, ist für dich kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte theologische Grundüberzeugung. Deine Zeit als Direktor und erster Pfarrer des Evangelischen Diakoniewerks Schwäbisch Hall war für dein Amtsverständnis prägend. Du hast daher dieses Amt in Zeiten besonderer Herausforderung als Amt der Einheit verstanden, über trennende Gräben hinweg und im Zusammenwirken von Kirche und Diakonie. Ich denke da an deine Zusicherung von einer flüchtlingsbereiten Kirche 2015 und deinem unermüdlichen Einsatz für die Schwachen in der Zeit der Pandemie. Du hast in unzähligen Gottesdiensten Gottes Wort verkündigt, du hast Reformen in der Landeskirche angestoßen und begleitet, gemeinsam mit dem Kollegium des Oberkirchenrats viele schwierige Entscheidungen treffen müssen und dich dabei
von einem biblischen Wort leiten lassen aus dem ersten Petrusbrief, der allen Christinnen und Christen aufruft, Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung, die in euch ist. Und diese Hoffnung, lieber Bruder Frank-Ottfried Juli, hast du in allem Schönen, aber auch in allem Schweren deines Amtes ausgestrahlt. Auch weil du erfahren hast, dass Kirche Jesu Christi immer größer ist als die eigene Landeskirche. Und das zeigen deine vielen ökumenischen Kontakte und dein Einsatz als Vizepräsident des Lutherischen Weltbunds. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Freude am Evangelium, deine große Energie, dein Wissen, deine Zeit und Kraft, die du für unsere Kirche eingebracht hast. Und in diesen Dank schließe ich ausdrücklich deine Frau Edeltraut und die ganze Familie mit ein. Vielen Dank, dass ihr diesen Dienst mitgetragen habt. Ohne das ging es nicht. Der Tag heute ist aber eine doppelte Zäsur für dich. Mit der Amtsübergabe beginnt für dich eine neue Lebensphase, der Ruhestand. Aufgrund deiner Ordination bleibst du weiterhin berufen, das zu predigen, zu taufen, auch die Feier des Heiligen Abendmahls zu leiten. Aber du bist nun frei von allen Pflichten. An Übergängen brauchen wir Vergewisserung. Und der Segen Gottes ist eine solche. Und den will ich dir nun zusprechen und bitte die Gemeinde, sich zu erheben. Frank-Ottfried Juli, Gott segne dich in allem, was du für das Amt getan hast. Er erneuere, was liegen geblieben ist und vollende, was du angefangen hast. Der Geist Gottes begleite dich und deine Familie in das neue Land, das vor euch liegt. Sein Friede, seine Freude, seine Zuversicht sei mit dir. Und so segne und behüte dich der treue und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mit diesem Wort verbindet sich für mich eine persönliche Erfahrung ganz am Anfang der Corona-Pandemie. Zu Beginn des ersten Lockdowns waren auch in Ulm die Straßen wie leergefegt. Und Angst und Sorge standen über dieser Stadt wie der Nebel im Herbst. Im Kirchengemeinderat der Münstergemeinde haben wir dann beschlossen, ein Hoffnungszeichen zu setzen und haben ein großes Banner am Ulmer Münster aufgehängt. Wer trotz der Pandemie auf dem Münsterplatz kam, sollte dieses sehen können. Und wir haben lange nach passenden Trost- und Hoffnungsworten gesucht. Und schließlich haben wir diesen Vers auf das Banner geschrieben. Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und dieses Christuswort, liebe Gemeinde, schlägt für mich die Brücke zum heutigen Tag. Heute wie damals ruft Jesus seine Jüngerinnen und Jünger zu sich. Damals waren es die Jünger oben in Galiläa auf dem Berg. Wer schon einmal auf einem Berg gestiegen ist, weiß, wie anstrengend das sein kann, aber die Mühe lohnt sich. Denn Berge sind Orte für ganz besondere Erfahrungen. Und wer oben steht, der sieht weiter, der sieht bis zum Horizont. Jesus ruft also seine Jünger zu sich, er steigt mit ihnen auf den Berg und sie schauen über Galiläa. Galiläa, das war ihre Heimat. Dort sind sie Jesus zum ersten Mal begegnet. Dort hat alles angefangen. Und jetzt in Galiläa bahnt sich etwas Neues an. Jesus wird in den Himmel zurückkehren, die Jünger zurück in die Welt. Und da sagt Jesus Christus zu ihnen: Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Mit diesem Auftrag sollen die Jünger runter vom Berg hinein in die Welt. Sie sollen hingehen, zuhören, trösten. Hingehen, zuhören, erzählen, was wir glauben und was wir hoffen. Hingehen, zuhören und Gemeinschaft erfahren. Wenn wir heute fragen, was ist der Auftrag der Kirche, dann sind diese Worte Jesu der Maßstab. Wir gehen hin, wir hören zu und wir verkündigen die Botschaft von Gottes Liebe. Diese Liebe, die verändert die Menschen zum Guten. Sie gibt niemanden auf. Diese Liebe schaut nicht darauf, was einer kann oder nicht kann. Wie ein liebender Vater schließt sie uns, ihre Kinder, in die Arme. Und diese Liebe gilt der ganzen Welt. So verstehe ich meinen Dienst in der Kirche. Diese Liebe will ich in der Welt bezeugen. Zusammen mit Ihnen und euch, zusammen mit allen Christinnen und Christen. Und wir sind eine bunte Schar. Das zeigt die Reaktion auf den Auftrag Jesu, die Reaktion seiner Jünger. Und als die Jünger Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Als Pfarrer in Plochingen habe ich an der Hauptschule Religion unterrichtet. Und einmal sagte ein Neuntklässler zu mir: Herr Gohl, ich glaube nur, was ich sehe. Wenn ich mit Jesus gemeinsam gewesen wäre, wenn ich ihn gesehen hätte, dann würde ich glauben. Ich habe ihm dann von jenem Abschied auf dem Berg erzählt mit den zweifelnden Jüngern. Und der Schüler konnte das überhaupt nicht glauben. Jünger, die zweifeln, die gibt's nicht. Und diese Antwort, die fand ich richtig stark. Denn sie zeigt ja die Irritation, die da drin steckt. Doch, sagte ich, die gibt's, zweifelnde Jünger. Eine lebhafte Diskussion um Glauben und Zweifel kam durch diesen Impuls des Schülers in Gang.
Und es ist ja irritierend. So lange waren die Jünger mit Jesus zusammen, Tag und Nacht. Sie haben seine Predigten gehört, haben seine Wunder gesehen, haben seine Verhaftung miterlebt und mitbekommen, dass er gekreuzigt wurde. Und jetzt, wenn der Auferstandene direkt vor ihnen steht, dann zweifeln einige. Auf dem Berg hoch oben haben sie Angst. Und ich kann sie auch verstehen. Ein solcher Auftrag ist schon einer, der einen schwindlig machen kann. Gottes Liebe und Wort und Tat aller Welt zu verkündigen. Als Einzelne, aber auch als Kirche scheitern wir da immer wieder dran. Sei es, dass wir uns zu klein oder zu unzulänglich fühlen, sei es, dass wir Gottes Liebe durch unser Tun verdunkeln. Erstaunlich, Jesus verliert überhaupt kein Wort über den Zweifel. Er lässt den Zweifel stehen neben der Anbetung. Seltsamerweise gehört so der Zweifel zum Glauben. Und ich finde das entlastend. Sich unzulänglich fühlen, nicht genug Vertrauen haben, das gehört dazu. Die Welt ist eben nicht schwarz und weiß und der Glaube ist es auch nicht. Es gibt Grenzen der Erkenntnis. Und eine Kirche, die dem Zweifel keinen Raum lässt, eine solche Kirche wird zur Sekte. Bei manchen Diskussionen, gerade bei ethischen Fragen, wünschte ich mir mehr an Zweifel. Denn meist schafft ja eine einzige Lösung, die alle anderen ausschließt, nur neue Probleme. Wir erleben dies gerade in diesen Wochen bei der kontroversen Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine. Als Christinnen und Christen glauben wir an die Zusage Jesu, selig sind, die Frieden stiften. Und ich bin auch der Überzeugung, dass Frieden letztlich nicht mit Waffengewalt zu erreichen ist. In der aktuellen Situation halte ich es aber für richtig, dass auch unser Land die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt. Wenn ein Land überfallen wird, Dörfer und Städte in Schutt und Asche gelegt werden, grausame Verbrechen geschehen, wenn Teile der Bevölkerung in den besetzten Gebieten einfach deportiert werden, dann halte ich es für geboten, diesem Land zu helfen, sich gegen diesen brutalen Angriff zu verteidigen. Denn Friede ohne Gerechtigkeit kann es nicht geben. Davon bin ich überzeugt. Frieden ohne Gerechtigkeit bedeutet der Sieg der Gewalt. Und dennoch, liebe Gemeinde, bleiben Zweifel. Und sie müssen bleiben, um der Wahrhaftigkeit willen. Denn der oder die Zweifelnde weiß, es könnte auch ganz anders sein. Und deshalb hält gerade der Zweifel das Gespräch offen. Und dieses offene Gespräch brauchen wir unbedingt in unseren polarisierten Zeiten. Noch einmal das Evangelium. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Ich lese diese unterschiedlichen Reaktionen nicht als Zeichen von starkem oder schwachem Glauben. Es sind unterschiedliche Haltungen des Glaubens. Sie stehen für mich nicht im Gegensatz, umgekehrt. Sie brauchen einander. Die Anbetung, der Lobpreis, die Offenheit, sich auf Gottes Gegenwart einzulassen, das ist Kirche. Der Zweifel, die Klage, das Leiden am Jetzt, das ist genauso Kirche. Gemeinsam sind wir Kirche. Zusammen mit den Jüngern oben auf dem Berg sind auch wir alles andere als Heldinnen und Helden. Die Jünger haben das oft nicht verstanden, was Jesus eigentlich macht. Einer von ihnen hat Jesus sogar dreimal verleugnet. Alle sind sie weggelaufen, als es gefährlich wurde. Aber gerade diesen Menschen gilt sein Auftrag. Manche sprechen im Blick auf die nächsten Jahre für die Kirche von einer Mission Impossible. Wir alle wissen, wie groß die Herausforderungen sind, vor denen unsere Landeskirche in den nächsten Jahren steht.
Manchen macht das Angst oder lähmt uns. Veränderungen sind ja oftmals mit Rückbau verbunden. Das wird ganz oft als persönliche Niederlage und Scheitern erlebt. Ich kenne das, bin aber dennoch zuversichtlich. Gott hat mit Nichthelden seine Kirche gegründet. Und er wird sie auch mit Nichtheldinnen und Nichthelden weiter durch die Zeit führen. Diese Kirche wird sich verändern. Aber übrigens, sie verändert sich seit 2000 Jahren. Die Kirche wird sich verändern, aber sie wird nicht verschwinden. Unser Auftrag ist einfach zu wichtig für diese Welt. Die Welt braucht dringend Gottes Liebe. Deshalb schauen wir auf Christus. Wir sehen ihn hier am Fenster neben der Kanzel abgebildet. Man sieht um ihn rum anbetende, aber auch zweifelnde Jünger. Und in der Mitte ist Christus in Vollmacht. Doch ihm geht's nicht um weltliche Herrschaft. Der Auferstandene trägt die Kreuzmale. Seine Macht ist immer eine gebrochene. Ohne seine Liebe ist seine Macht nur halb. Und so sind die Menschen in seiner Nachfolge gut ausgewählt, wenn sie eben nicht perfekt sind. Denn kein Mensch, keine Kirche ist perfekt. Wenn wir nicht perfekt sind, dann sind wir genau die Richtigen. Wir sind nicht Gott. Als Gottes Bodenpersonal müssen wir uns also auch nicht selbst überschätzen und übernehmen. Wir richten uns an Christi Liebe und seiner Vollmacht aus. Wir müssen auch nicht mit unserer Art die ganze Kirche sein. Es gibt auch andere. Und die vielen ökumenischen Gäste heute zeigen dies wunderbar. Und dann ist da noch etwas in der Zukunftsrede, vielleicht das Wichtigste überhaupt. Das Bibelwort, das wir im ersten Corona-Lockdown am Ulmer Münster angebracht haben. Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage. Mit dieser Verheißung sind wir auf dem Weg, manchmal zuversichtlich, mit der Hoffnung, dass es gut werden wird mit uns, mit der Kirche und dass es auch gut werden wird mit der Welt. Und manchmal sind wir auch verzweifelt angesichts der vielen Krisen, die einfach kein Ende nehmen zu scheinen. Kein Bergblick tief in der Talsohle. Und oft sind wir uns selber fremd. Wie es auch ist, Christus ist da, er geht mit, er hält uns in seiner Hand. Seine Stimme hören wir, die zu uns spricht. Ich bin bei euch alle Tage, ihr Ängstlichen und ihr Zuversichtlichen, bei euch Zweifelnden, bei euch Glaubenden. Ich bin bei euch bei allem, was zu Ende geht und bei allem, was neu anfängt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sagt Christus. Deshalb geht in die Welt. Und wir machen uns auf den Weg. Amen. Ich singe dir mit Herz und Seele.
Lasst uns die Welt ins Gebet nehmen und unsere Bitten vor Gott bringen. Gott, unser Schöpfer, Quelle des Lebens. Schön ist die Welt und voller Wunder. Aus ihrer Fülle leben wir. Der Sommer summt und lädt zum Staunen ein über Himmel und Erde, Wind und Weite, Berge, Täler und Höhen und über das Meer. Wir bitten dich, bewahre uns das Staunen. Lehre uns Achtung und Respekt vor den kleinen und großen Paradiesen dieser Welt. Schenk uns Vertrauen in deine Schöpferkraft und lass uns tatkräftig handeln zur Bewahrung deiner Schöpfung. Großer Gott, gefährdet ist die Welt und aus dem Gleichgewicht gebracht. Unsere Lebensweise setzt dir zu. Sie ächzt und stöhnt unter dem Joch menschlicher Ausbeutung. Wälder brennen, Gletscher schmelzen, Wüsten wachsen. Menschen leiden unter den Folgen von Flutkatastrophen und unerträglicher Hitze. Lebensräume schwinden für Menschen und für Tiere. Wir bitten dich, lass uns im Einklang leben mit allem, was lebt. Lehre uns Verzicht und die Einsicht zu radikaler Umkehr.
und lass unseren Worten beherzte Taten folgen zur Heilung unserer Erde. Gott, Freundin der Gerechtigkeit, weit ist die Welt von einem Horizont zum anderen. Aber wir haben ihr überall Grenzen gesetzt. Grenzen zwischen Ländern und Völkern, mit Mauern und Zäunen, scheinbar unüberwindlich. Altersgrenzen, Armutsgrenzen, Einkommensgrenzen. Immer wieder scheitern wir auf dem Weg zu einer Gemeinschaft, in der es keine Grenzen mehr gibt. Wir bitten dich, erhalte uns den Traum von einer Weltgemeinschaft, in der die Würde des Menschen im Mittelpunkt steht. Mach uns erfinderisch im Suchen nach neuen Wegen. Lass uns nicht müde werden, dafür zu streiten. Barmherziger Gott, bedroht ist die Welt von Menschen, die verblendet sind vom Willen zur Macht. Mächtige missbrauchen ihre Macht, treiben Unschuldige in den Krieg, verbreiten Lügen, erliegen der Gier nach immer mehr und gehen dabei über Leichen. Wir bitten dich, lehre uns die Kunst, Frieden zu schaffen, wo Krieg und Terror herrschen. Überlass uns nicht den Feinden des Lebens, gib uns deinen Frieden. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vielfältig ist die Welt in ihrem Suchen und Fragen nach dem Grund und Ziel des Lebens. In unserer Nachbarschaft leben Angehörige vieler Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen. Geschwister im Glauben, Andersgläubige, Nichtgläubige, Zweifler und Sinnsuchende. Wir bitten dich. Lass uns in aller Vielfalt einen großen Reichtum erkennen. Mach uns neugierig und aufgeschlossen füreinander. Stärke unseren Glauben und mach uns zum Gespräch bereit. Gott, du umfängst die Welt mit deiner Liebe. Du hältst sie in deinen Händen. Doch unser Glaube an deine Güte ist zerbrechlich. Sorgen quälen uns, der Alltag fordert uns heraus. Sinnloses Leid macht uns zu schaffen. Krankheit und Tod begleiten uns. Wir bitten dich für alle, die es schwer haben mit sich, mit anderen und mit ihrem Leben. Lass sie Hilfe erfahren, und lass uns erkennen, wo wir für andere heilsam da sein können. Ewiger Gott, Ursprung und Ziel des Lebens, vergänglich ist die Welt. Du selbst hast ihren Anfang und Ende gesetzt. Und Jesus Christus hat versprochen, alle Tage bei uns zu sein, bis an der Weltende. Wir glauben an einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit und Frieden sich küssen und alles Leid für immer ein Ende hat. Stärke uns diesen Glauben. Bis dein Reich kommt, beten wir mit Jesus Christus. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Today's offering is for people in Africa, north of my country in Ethiopia. There is the worst drought in 40 years. In addition, due to the Ukraine war, there is less food to buy. More and more people are starving. Already about 200,000 children are severely malnourished. Please offer for the work of the Lutheran World Federation in Ethiopia. It distributes basic foodstuffs such as flour, beans, and oil in Ethiopia. It also provides long-term support for the hungry. For example, with a training in climate-adapted agriculture. Und mit diesem Frieden gehen wir in die Welt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Thank you.
danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Zu den festlichen Klängen einer Choralfantasie über diesen Choral verabschieden wir uns aus der Stiftskirche in Stuttgart und wünschen Ihnen noch einen gesegneten Sonntag. Den sich anschließenden Festakt können Sie auf den eingeblendeten Online-Plattformen gerne mitverfolgen. Schön, dass Sie noch bei uns geblieben sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Festakt anlässlich des Bischofwechsels hier in der Württembergischen Landeskirche, den wir ebenfalls aus der Stiftskirche in Stuttgart übertragen. Nach einer kurzen Umbaupause werden wir einige Grußworte hören. Es beginnt der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, gefolgt vom Kirchenpräsidenten Volker Jung, der für die evangelische Kirche in Deutschland das Grußwort sprechen wird. Dann Bischof Fürst von der Diözese Rottenburg-Stuttgart für die katholische Kirche. Und abschließend der ehemalige Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, Martin Junge. Für musikalischen Schwung, Sie hören und sehen es gerade, sorgen die Hanke Brothers, die in einer ungewöhnlichen Instrumentalbesetzung für Sie spielen werden. Genießen Sie also Wort und Musik zum feierlichen Anlass des Bischofswechsels an diesem Sonntagmorgen. Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste, wir freuen uns sehr, dass Sie alle am heutigen Tag hier in der Stuttgarter Stiftskirche die Verabschiedung von Landesbischof Emeritus Dr. Frank Ottfried Juli und den Neubeginn mit Landesbischof Gohl durch Ihre Anwesenheit wertschätzend begleiten und feiern. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Der Dank geht auch an all diejenigen, die uns jetzt im Anschluss an den Gottesdienst noch via Livestream begleiten. Ihre zahlreiche Teilnahme gibt Zeugnis davon, wie stark die Württembergische Landeskirche in der großen weltweiten kirchlichen Familie und mit vielen Bereichen unserer Gesellschaft hier in Baden-Württemberg verwoben ist. Für die Landesregierung und all die Repräsentanten und Repräsentantinnen ihrer nachgeordneten Institutionen grüße ich unseren Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Innenminister Thomas Strobel und die Kultusministerin Theresa Schopper sowie alle Vertreter und Vertreterinnen der Landkreise und Kommunen. Für die anwesenden Abgeordneten aus Bund und Land grüße ich herzlich Frau Landtagspräsidentin Muhterem Arras und die Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel und Andreas Stoch, ebenso wie die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Thomas Poreski und Jochen Hausmann. Für die große Zahl der kirchlichen Vertreter und Vertreterinnen aus Deutschland und der Welt grüße ich die anwesenden Eminenzen, Bischöfe und Bischöfinnen, leitenden Geistlichen, Juristen und Juristinnen, Kirchenpräsidenten und Kirchenpräsidentinnen und Generalsekretäre aufs Allerherzlichste. In Vertretung der Ratsvorsitzenden der EKD-Präses Annette Kurschus begrüße ich Herrn Kirchenpräsident Dr. Volker Jung sowie den Präsidenten des Kirchenamtes der EKD Hans-Ulrich Anke. Für unsere Familie von Kirchen- und Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg grüße ich unsere guten kirchlichen Nachbarn von der katholischen Kirche, namentlich Erzbischof Stefan Burker und Bischof Gebhard Fürst, sowie die neue Landesbischöfin der Badischen Landeskirche, Frau Professorin Heike Springhardt, und mit Ihnen alle anwesenden Freundinnen und Freunde der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Baden-Württemberg und der Religionsgemeinschaften in unserem Land. Ich grüße alle langjährigen Weggefährten und Unterstützer und Unterstützerinnen der Württembergischen Landeskirche aus Politik, Gewerkschaften, Wirtschaft und Kultur. Als Wahlgremium des Landesbischofs begrüße ich die Mitglieder der Landessynode und das Präsidium der Landessynode an der Spitze Frau Präsidentin Voth und alle Mitglieder des Kollegiums und der Mitarbeiterschaft des Oberkirchenrats, die Dekane und Dekaninnen, Schuldekane und Schuldekaninnen, sowie die Vertreter und Vertreterinnen unserer kirchlichen Verwaltung in den Regionen, alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Verantwortungsträger unserer Landeskirche und alle Mitglieder und Gemeindeglieder der Stiftskirchengemeinde und unserer Kirchengemeinden, ebenso wie alle weiteren Gäste aus Stadt und Land, die hier in der Kirche oder im Livestream teilnehmen. Seien Sie alle herzlich willkommen. Wir freuen uns nun auf die angekündigten Grußworte für die Landesregierung durch Herrn Ministerpräsident Winfried Kretschmann und nach einem kurzen musikalischen Intermezzo der Württembergischen Landessynode durch Frau Synodalpräsidentin Sabine Voth. Anschließend wird für die EKD Herr Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Dr. Volker Jung, seine Grüße überbringen. Für die Ökumene im Land freuen wir uns auf das Grußwort, das uns von Bischof Dr. Gebhard Fürst der Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgerichtet wird. Und schließen wird der Reigen der Grußworte mit dem Grußwort des Generalsekretärs in Ruhe des Lutherischen Weltbunds, Dr. H.C. Martin Junge. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann, ich darf Sie herzlich um Ihr Grußwort bitten. Sehr geehrter Herr Landesbischof, jetzt außer Diensten Ottfried Juli, sehr geehrter Herr Landesbischof Gohl, ich darf alle Damen und Herren der Kirchenleitung recht herzlich begrüßen, insbesondere Bischöfin Springhardt und die beiden Diözesanbischöfe, Bischof Fürst und Erzbischof Burger,
die lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett und dem Landtag und Sie alle, meine Damen und Herren. Gestatten Sie mir, dass ich zu Beginn einige biografische Daten des scheidenden Landesbischofs Dr. Juli vortrage. 1954 in Darmstadt geboren, 2005 zum Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg ordiniert, 2007 den Staatskirchenvertrag mit dem Land Baden-Württemberg geschlossen, 2008 zum Ehrendoktor der Uni Tübingen promoviert, 2010 zum Vizepräsidenten des Lutherischen Weltbundes für Mittel- und Westeuropa gewählt und nun 2022 in den Ruhestand. Die Auswahl dieser Ereignisse mag auf den ersten Blick willkürlich erscheinen, aber sie haben alle etwas gemeinsam. Sie fanden alle im Monat Juli statt. Lieber Herr Landesbischof, man sieht, wie eindrücklich bei Ihnen Name und Biografie ineinandergreifen. Und man kann wirklich sagen, Sie haben einfach aus Ihrem Namen was gemacht. Und in jedem Juli einfach nochmal zur Tat gegangen. Und das betrachten wir nun mal nicht als Zufall. Es beginnt mit der Einführung ins Bischofsamt am 23. Juli 2005, fast vor 17 Jahren. Ihre Wahl spiegelte die Hoffnung wider, dass Sie die breit gefächerte Landeskirche beieinander halten können. Und Ihr Anspruch war es von Anfang an, aus den starken Richtungen und Prägungen Ihrer Landeskirche keine Flügelkämpfe oder gar Spaltungen erwachsen zu lassen, sondern Brücken zu bauen, die Wege zueinander offen zu halten, in Verschiedenheit unter dem Kreuz in Christus eins sein. Das war Ziel Ihrer Forderung. Und ich finde, es ist Ihnen gelungen, wenn der Blick von außen da nicht trügt. Was mich zur nächsten Wegmarke führt, der Staatskirchenvertrag im Juli 2007. Staat und Kirche sind bei uns getrennt. Aber es ist eben keine laizistische Trennung, sondern eine kooperative, in der der Staat um die Bedeutung des Religiösen und insbesondere des Christlichen für unsere Kultur, unsere Werte und unser gesellschaftliches Miteinander weiß und umgekehrt die Kirchen um ihre Verantwortung für das ganze Gemeinwesen wissen. Weshalb wir in Staatsverträgen dieses kooperative Verhältnis beschreiben und konkretisieren, das Nebeneinander von Staat und Kirchen wird so zu einem Miteinander, ja sogar zu einem freundschaftlichen Verhältnis, wie es im Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg und den beiden Landeskirchen heißt. Sie, lieber Herr Landesbischof Juli, haben diese Freundschaft in Ihrer Person sozusagen verkörpert, haben den Kontakt gesucht, das offene Wort nicht gescheut, aber auch immer das Verbindende gesehen. Wenn das Wort nicht so sehr katholisch belegt werde, würde ich sagen, Sie sind ein wirklicher Pontifex, ein Brückenbauer. Und das hat auch die Universität Tübingen gesehen und Sie deshalb die dritte Wegmarke im Juli 2008 mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet, weil Sie auch bei der Bildung den großen Bogen schlagen, Themen und Menschen zusammenbringen, den Dialog suchen und ermöglichen, den Horizont erweitern, über den Tellerrand hinausschauen, gegen thematische Engführungen und institutionelle Selbstgenügsamkeit. Weshalb für Sie immer auch klar war, dass Kirche und Diakonie untrennbar zusammengehören, nicht? Und dass das Engagement für die Menschen in Not die eigentliche Berufung der Kirche ist. Über den Tellerrand raus. Das gilt auch für Ihre nächste Wegmarke, Ihr Engagement im Lutherischen Weltbund, dem Sie seit Juli 2010 unterschiedlichen Leitungsfunktionen angehören, weil für Sie immer klar war, die Kirche vor Ort ist ganz Kirche, aber nicht die ganze Kirche, weshalb Sie eben auch die Sichtweisen aller Kulturen der Menschheit braucht. Aber Ihr
Ökumenisches Herz schlägt nicht nur für den innerprotestantischen Dialog mit großer Leidenschaft, haben Sie sich auch für die Ökumene mit den katholischen und orthodoxen Geschwisterkirchen eingesetzt. Und das will ich nun sagen, ist für mich als Christ wie auch als Politiker in einem Leitungsamt von ganz zentraler Bedeutung. Als Christ eins zu sein in seiner Nachfolge ist ja schließlich Wunsch und Auftrag unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben es ja gerade im Kirchenlied gesungen, das ich übrigens zum ersten Mal heute gehört habe. Gib zu allen Dingen Wollen und Vollbringen, wertes Pfand, mach uns bekannt, wie wir Jesus recht erkennen und Gott Vater nennen. Also ich denke, ein sehr, sehr klarer Auftrag. Aber auch als Mitglied der Landesregierung. Baden-Württemberg mit seinen traditionell katholischen und evangelischen Regionen, die sich dann stark vermischt haben durch Migration schon nach dem Krieg und immer weiter, aber eben immer insgesamt christlich geprägt. Und nun haben wir große Austrittsbewegungen, das heißt, die Gesellschaft wird profaner. Und da geht es meiner Ansicht nach gar nicht anders, als ökumenisch will man zusammen denn wirklich auch etwas zusammen bewirken und vollbringen, wie es im Kirchenlied heißt. Und die Prägekraft des Christlichen in unserer Gesellschaft bewahren und diese Wirkung auch für die Gesellschaft erhalten. Und dass ich in meiner jetzt über 10-jährigen Amtszeit durchweg ökumenisch engagierte Landesbischöfe und Diözesanbischöfe hatte, zeigt, wie tief verwurzelt die Ökumene in unserem Land ist. Und dass schon zwei Kurienkardinäle, Kardinal Bea aus Baden und Kardinal Kasper aus Württemberg, in den Vatikan als Ökumene-Beauftragte berufen werden, das ist da mit Sicherheit kein Zufall. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass dieses ökumenische Zusammenwirken ein rechter Segen für unsere Kirchen, aber auch für unser Land ist, weil aus diesem Wollen auch etwas vollbracht wird, nämlich der gemeinsame Dienst, besonders an den Menschen, die dieser Nächstenliebe besonders bedürfen. Und für diese segenstiftende Ökumene, für diesen segenstiftenden ökumenischen Sinn darf ich einfach Danke sagen. Im Namen der ganzen Landesregierung und auch Ihnen, lieber Otfried Juli, dass Sie diese Ökumene nicht oberflächlich, sondern mit Tiefgang engagiert betrieben haben. Und ich will sagen, wir hatten auch ganz persönliche Gespräche. Und deswegen bin ich aus diesen sehr persönlichen Gesprächen immer bereichert und, ich kann es auch sagen, gestärkt im Glauben weitergegangen. Und so wünsche ich nun Ihnen, Ihrer Frau und Ihrer ganzen Familie für den neuen Lebensabschnitt, der vor Ihnen liegt, alles Gute und Gottes reichen Segen. Ein neuer Lebensabschnitt liegt nun auch vor Ihnen, lieber Herr Landesbischof Gohl. Als langjähriges Mitglied des Landessynode kennen Sie das Geschäft eines Landesbischofs aus direkter Anschauung. Das ist schon mal ein wichtiges Pfund für einen guten Start. Plus Ihrer Leitungserfahrung als Dekan und als leidenschaftlicher Läufer bringen Sie dann auch noch die nötige körperliche und mentale Ausdauer mit. Sie sind, glaube ich, also erstmal fürs Beste gerüstet zum Antritt für dieses Amt. Und ich will noch mal sagen, alle Kirchen sind von einem starken Mitgliederschwund betroffen. Und ich wünsche Ihnen allen, in allen Kirchen, diese Ämter
und Verantwortung tragen, dass sie deswegen nicht verzagen, sondern ich wünsche ihnen wirklich die Kraft des Geistes, seine Gaben, dass er sie so stärken und inspirieren möge, dass die Kirchen dann nicht dünner, sondern allenfalls schlanker werden und weiter die Gesellschaft durchtränken mit dem, was sie braucht, Glaube, Hoffnung und Liebe. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen seinen reichen Segen. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident, für Ihre wertschätzenden und ermutigenden Worte an uns. Ich bitte nun um das Grußwort unserer Synodalpräsidentin Sabine Voth. Lieber Herr Landesbischof Gohl, lieber Ernst Wilhelm, lieber Herr Landesbischof in Ruhr, Juli, werte Festgemeinde. Die guten Worte der Landessynode zum Abschied und für den Neubeginn in 5 Minuten unterzubringen, ist sportlich.
Gleichwohl halte ich mich an die mir vorgegebene Redezeitbegrenzung. Lieber Herr Juli, Stichwort Redezeitbegrenzung. An meiner ersten Synodaltagung als frisch gewählte Präsidentin hatten Sie sich bei einem Tagesordnungspunkt zu Wort gemeldet. Ich habe die Redezeitbegrenzung von 4 Minuten gleich auch auf Ihre Wortmeldung angewendet und Sie mit ein wenig zeitlicher Zugabe abgeklingelt. Sie haben es mit Humor genommen. Einige ältere Synodale stockte, so haben Sie es mir später erzählt, etwas der Atem. Ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz persönlich für unser gutes Miteinander, Ihren Humor, für unseren vertrauensvollen Austausch, in dem wir beide immer wieder die Klarheit der Rollenverteilung zwischen Synode und Landesbischof beleuchtet haben. Sie waren aber auch offen für neue Wege, die wir immer wieder erprobt haben. Gerade auch in der Pandemie waren die Wege kurz. Teams und Mobiltelefon wurden oft genutzt. In der Sommersynode vor 2 Wochen haben wir Sie bereits verabschiedet. Diese ausführliche Rede werde ich jetzt nicht wiederholen, sonst werde ich abgeklingelt. Aber ich möchte zusammenfassen. Wir als Synode haben Sie als Landesbischof sehr geschätzt und danken für Ihre offenen Ohren und das gute Miteinander. Liebe Frau Juli, auch Ihnen sagen wir Danke, dass Sie Ihr Mann so oft mit der Synode geteilt haben oder auch manchmal sein Gemüt beruhigt haben, wenn er sich berechtigt oder auch nicht über die Synode geärgert hat. Ihnen beiden wünsche ich im Namen der Landessynode einen erfüllten Ruhestand und Gottes Segen für den Neubeginn. Lieber Ernst Wilhelm, nach turbulenten Wochen des Abschieds ist er nun da. Der Tag des Neubeginns als Landesbischof. Ins Amt gewählt durch die Synode hast du als äußeres Zeichen deiner Würde das Kreuz übergeben bekommen. Ich werde jetzt nicht deinen Lebensweg ausführen, man kann das in zahlreichen Berichten nachlesen. Du bist einer von uns, hast lange Jahre der Landessynode angehört, hast mit uns gerungen und Entscheidungen getroffen, mal im Einklang mit dem Oberkirchenrat, mal eher konstruktiv kritisch. Vielleicht könnte man sagen, dass du die Seiten gewechselt hast. Jedenfalls hast du die Bankreihen bei der Synodaltagung gewechselt, von der Mitte nach außen in die erste Reihe. Du weißt, wie Synode tickt, wie wir als Gesprächskreise agieren, was unsere Stärken und Schwächen sind, kannst vielleicht sogar Strategien voraussehen. Ich habe aber keine Sorgen, dass du dieses Insiderwissen nun in der Rolle des Landesbischofs zum Nachteil der Synode einsetzt. Sicherlich ist aber der Perspektivwechsel herausfordernd. Ich bin gewiss, dass wir den begonnenen, manchmal etwas holprigen Weg der Entwicklung neuer Verfahren und Instrumente, der guten und gedeihlichen Zusammenarbeit von Oberkirchenrat und Synode gemeinsam vertrauensvoll weitergehen. Herausfordernd ist auch die Zeit, in der du nun als Landesbischof gewählt worden bist. Aristoteles hat gesagt, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. In diesem Sinne freue ich mich auf unser gemeinsames Segelsetzen unter dem Wort Gottes. Gottes Segen möge dich als Steuermann begleiten. Für die Zeit bis zur Herbstsynode, in der wir dich dann synodal auch nochmal begrüßen werden, hatte ich eigentlich etwas Energie mitgebracht. Nun stand die Tüte voller Traubenzucker heute Morgen auf dem Frühstückstisch und mein persönlicher Referent hat diese Tüte zu Hause vergessen, einfach in freudiger Erwartung auf diesen Gottesdienst. Nee, er hat sie
Das hat er mir jetzt noch nicht gesagt. Das werde ich nachher natürlich noch mal fragen, ob er sie gegessen hat. Aber auf jeden Fall wird dich die Tüte dann erwarten. Wir beide sitzen ja gemeinsam im 6. Stock und dann kriegst du sie. Vielen Dank, Frau Präsidentin Voigt, für Ihr Grußwort. Ich darf nun um das Grußwort bitten von Herrn Kirchenpräsident Dr. Volker Jung. Von hinten. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmann, sehr geehrte Frau Synodalpräsidentin Voigt, sehr geehrte Damen und Herren, werte Festgemeinde, ganz herzlich grüße ich den verabschiedeten Landesbischof Frank-Otfried Juli und den gerade eingeführten Landesbischof Ernst-Wilhelm Bohl von der EKD-Ratsvorsitzenden Präses Dr. H.C. Annette Kurschus. In Ihrem Auftrag darf ich heute hier für die EKD sprechen. Im Blick auf Frank-Otfried Juli hat das, so hat es sich nun gefügt, auch eine besondere biografische Note. Es klang ja schon an, er ist am 17. Juli 1954 in Darmstadt geboren, im Marienhospital. Als Kirchenpräsident aus Darmstadt kann ich so auch herzliche Grüße aus der Geburts- und Heimatstadt überbringen. Die hat er kurz nach seiner Konfirmation verlassen und ist hier wunderbar aufgenommen worden. Lieber Frank Otfried, ich grüße dich also mehrfach und danke dir für so vieles, was du während deiner 17-jährigen Bischofszeit hier in Württemberg, auch in der EKD und damit für unsere Gemeinschaft der Gliedkirchen geleistet hast. Dein Wort hatte großes Gewicht in der Kirchenkonferenz und etlichen weiteren Gremien der EKD. Du warst ab 2010 Vorsitzender des Diakonischen Rates und hast damals ganz entscheidend den Weg hin zum heutigen evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung mit geebnet. Du hast mit großem Engagement die Europakommission mitgeprägt und hast immer wieder Perspektiven aus der Konferenz Europäischer Kirchen und dem Lutherischen Weltbund in die Arbeit der EKD eingebracht. Vor allem aber hast du sehr viel zu einem wirklich guten, geschwisterlichen, freundschaftlichen und kollegialen Miteinander beigetragen. Und zwar in der ganzen Bandbreite von intensiven theologischen und kirchenpolitischen Debatten, gemeinsamem geistlichen Leben bis hin zu fröhlicher Gemeinschaft. So hat Frank-Otfried Juli zusammen mit Martin Hein ein bischöfliches Pastoralkolleg erfunden und uns dazu immer wieder nach Bad Urach eingeladen. Das hat uns sehr gut getan und viele von uns auf diesem Weg geprägt. Wer dort und an anderen Orten mit ihm zusammen war, hat wunderbare Erzählungen im Ohr. Vom bischöflichen Staatsbesuch in Oman oder einem Besuch bei einem gewissen Kardinal Bergoglio in Buenos Aires, der ihn dort empfing, persönlich die Tür öffnete und Kaffee für ihn kochte. Herr Ministerpräsident, die Sache mit dem Pontifex hat er gerne gehört. Frank-Otfried Juli kann nicht nur wunderbar erzählen, er hat ja auch die Gabe, durch seinen Humor in schwierige Situationen eine gewisse Leichtigkeit hineinzubringen. Ich werde nie vergessen, wie er nach einem anspruchsvollen Vortrag als Eisbrecher eine Frage stellte. Der vortragende Professor bedankte sich und sagte, das ist jetzt eine sehr intelligente Frage. Darauf sagte Frank-Otfried Juli in der ihm eigenen Bescheidenheit, danke, mehr müssen Sie jetzt nicht mehr sagen. Lieber Frank-Otfried, mehr will ich jetzt auch nicht mehr sagen. Vielen, vielen Dank für alles. Dir, Edeltraut und euren Lieben, herzliche Segenswünsche auf eurem weiteren Weg.
Sehr geehrter Herr Landesbischof, lieber Bruder Ernst Wilhelm Gohl, es ist ja bei solchen Anlässen so, dass die Worte, die an den neuen Amtsträger gerichtet sind, etwas begrenzter sind. An diesem Tag, heute darf ich Ihnen sagen, in der EKD gibt es viel Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Sie und Ihren Dienst begleiten Erwartungen, Gebete und Segenswünsche. Es ist schon wahrgenommen worden, dass Sie viel Erfahrung mitbringen, klare Positionen nicht scheuen, in den sozialen Medien aktiv sind. Sie haben bereits einige Follower. Und als gebürtiger Stuttgarter VfB-Fan sind Sie es auch gewohnt, Spannungen auszuhalten. Das ist eine wunderbare Voraussetzung. Ja und? Sie laufen. Vielleicht freut es Sie zu hören, dass es in der EKD einige Menschen gibt, die vor anstrengenden Sitzungstagen morgens gerne laufen gehen. Ich sage Ihnen herzlich willkommen, Glück und Segen für Sie und freue mich auf den ersten Lauf. Vielen Dank. Lieber Herr Dr. Volker Jung, herzlichen Dank für Ihr Grußwort. Nun bitte ich für das ökumenische Grußwort Herrn Bischof Dr. Gebhard Fürst um seine Worte. Alles okay, oder wie was? Okay. Sehr geehrter Landesbischof Gohl, lieber Bruder Juli, liebe Schwestern, liebe Brüder, verbunden im gemeinsamen Streben in der Ökumene und im Bekenntnis des christlichen Glaubens. Mit Freude nimmt die Diözese Rottenburg-Stuttgart Anteil am heutigen wichtigen Ereignis in ihrer württembergischen Schwesterkirche, an der Übergabe des Bischofsamtes. Sie, lieber Bruder Juli, haben heute Ihrem Nachfolger das Amtskreuz übergeben. Dazu möchte ich die Evangelische Landeskirche in Württemberg im Namen unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart von Herzen beglückwünschen. Vor allem Ihnen, verehrter Herr Landesbischof Gohl, spreche ich meine herzlichen Glückwünsche aus, meine Segenswünsche. Ich denke, es ist gut, wenn wir immer wieder füreinander beten in Zukunft. Ich versichere Ihnen meine, unsere tiefe Verbundenheit. Gemeinsam in der Ökumene unterwegs. Ich bin sehr dankbar für das gute und geschwisterliche Verhältnis der evangelischen und katholischen Bischöfe, das ich in diesem Land seit über 20 Jahren selber mit großer Freude erfahren darf. Insbesondere in einer Zeit wie heute, die wie lange nicht von schwersten Krisen, dramatischen Unsicherheiten geprägt ist, ist die Einheit der Christinnen und Christen eine wichtige Kraftquelle für unsere Gesellschaft. Im Vordergrund stehen dabei nicht einfach nur starre Strukturen. Es geht zuallererst um Unterwegssein. Ein Unterwegssein, das getragen ist durch Hoffnung. Eine solche lebendige Weggemeinschaft gewinnt, wenn sich Christinnen und Christen verschiedener Konfessionen zusammentun und zusammenwirken. Dies ist ein wichtiger Schritt zur geistlichen Erneuerung unserer Kirchen. Gemeinsam können wir und müssen wir einen Beitrag zum friedlichen Miteinander leisten, hier in Württemberg und in der Welt. Die Friedensethik und das gemeinsame Friedenshandeln sind, wie ich meine, die Herausforderung der Stunde. Möge Gott uns in unserem Bemühen beistehen. Lieber Bruder Juli, gemeinsam haben wir ein großes Stück, ein weites Stück des Weges in Gemeinschaft zurückgelegt. Als Sie 2005 in das Amt des Landesbischofs der Evangelischen Landeskirche in Württemberg eingesetzt wurden,
war schnell deutlich, dass wir einen gemeinsamen Schwerpunkt haben. Die diakonische Kirche. Eine diakonische Kirche, der die Schwachen in der Gesellschaft ganz besonders am Herzen liegen. In tätiger, kompetenter, verwirklichter Nächstenliebe. Das haben Sie, lieber Bruder Juli, in den nun 17 Jahren Ihrer Amtszeit immer wieder betont und gelebt. Aufstehen und einsetzen für das Leben, das ist bei uns in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ein wichtiges Ziel und kommt mit diesem Ziel überein. Unser gemeinsam karitativ-diakonisches Grundanliegen ist ein sprechendes Zeichen gelebter Ökumene. Unsere vielen gemeinsamen ökumenischen Gottesdienste, auch hier immer wieder, haben mir sehr gut getan, haben uns alle Hoffnung und Zuversicht gespendet und davon haben wir auch Zeugnis ablegen wollen für alle in dieser Welt, denen es nicht gut geht, die nach Sinn suchen und die Armen und Bedrängten aller Art in dieser Zeit. Lieber Bruder Juli, mit unserem gemeinsamen diakonischen Anliegen ist ein Name verbunden, Martin von Tours. Da er im 4. Jahrhundert lebte, ist er keine konfessionelle Gestalt. Eine der größten Gestalten der Christenheit am Anfang des Christentums in unserem Europa. Martin Luther trägt seinen Namen. Martin von Tours, der Mantelteiler, der in seinem Handeln eine einzigartige Christuserfahrung gemacht hat, indem er im Bettler Jesus Christus selbst erkennt, steht wie kein anderer für das diakonische Anliegen unserer Kirchen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart zeichnet Menschen, die sich in besonderer Weise im Geist Martins für ihre Mitmenschen engagieren, mit einer einfachen Martinusmedaille aus. Martin hat dem Evangelium in besonderer Weise ein Gesicht gegeben. Er ist Leitfigur einer diakonisch-karitativen Pastoral. Und er ist ein großer Friedensstifter und ein großer Versöhner. Lieber Bruder Juli, eines der Erlebnisse aus unserem gemeinsamen Leben möchte ich erzählen dürfen. Ich erinnere mich gut, dass wir gemeinsam einige Kilometer bei Kornwestheim und Ludwigsburg miteinander auf dem großen europäischen Weg, Pilgerweg, Via Sancti Martini, dem Pilgerweg des heiligen Martin von Tours, durch Europa gegangen sind. Dieser Weg führt von Sombathe, dem Geburtsort von Martin, bis nach Tours, von Osten nach Westen. Und dieser Weg ist gegründet von Jacques Delors, der mit dieser großen Gestalt Europa eine humane, eine soziale, eine diakonische Inspiration geben wollte. Ich danke für diesen gemeinsamen Weg. Er hat mir selber große Freude bereitet. Angesteckt, lieber Bruder Juli, vom Evangelium haben Sie sich für die Menschen, die Ihnen auf vielfältige Weise anvertraut waren, immer eingesetzt. In Ihrer gesamten Amtszeit als Landesbischof waren Sie Vordenker, Sprachrohr und Verwirklicher einer diakonisch-karitativen Pastoral. Deshalb möchte ich Ihnen in Dankbarkeit und großer Anerkennung für Ihre Dienste, auch und besonders um eine lebendige Ökumene, nun die große Martinusmedaille der Diözese Rottenburg-Stuttgart gerne überreichen. Sie ist die höchste Auszeichnung, die wir für jemanden, den wir sehr wertschätzen, vergeben können.
Ich freue mich, Ernst Wilhelm Gohl als neuen Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und als geistlichen Bruder und ökumenischen Partner der Diözese Rottenburg-Stuttgart begrüßen zu dürfen. Sie bringen, lieber Bruder Gohl, als langjähriger Dekan des großen und wichtigen Kirchenbezirks Ulm und nach fast ebenso vielen Jahren als Mitglied der Landessynode Ihrer Kirche reich Erfahrung mit. Das ist schon angesprochen worden. Vor allem in der Begleitung wichtiger Gremien, der Steuerung von Prozessen und der Vernetzung mit wichtigen Partnerinnen und Partnern. Sie sind aber in all dem ein Mensch der Seelsorge geblieben. Sie haben auf den Stationen Ihres Lebens und dann auch als Dekan in Ulm viele Menschen in den Höhen und Tiefen Ihres Lebens, in Ihrer Freude und in Ihrer Hoffnung und in dem, was Sie bedrückt, begleitet. Beides ist für das Amt und unseren Dienst von großer Bedeutung. Das Entscheidende ist und bleibt, dass wir bei den Menschen sind und ihnen gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir leben, Freude am Evangelium ermöglichen und die Kraft des Evangeliums glaubwürdig ihnen nahebringen. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Anliegen gemeinsam teilen. Deshalb sage ich Ihnen heute meine Verbundenheit und Unterstützung zu. Lassen Sie uns miteinander unterwegs sein zu einer immer größeren Einheit im Glauben, im Leben, im gemeinsamen Kirchsein zum Zeugnis für diese Welt. Gottes Segen, lieber Landesbischof Gohl, für Ihr künftiges Wirken. Herzlichen Dank, Herr Bischof Dr. Fürst, für Ihr Grußwort und die darin zum Ausdruck kommende große ökumenische Verbundenheit. Wir hören ein letztes Grußwort für den Lutherischen Weltbund, wird zu uns sprechen Herr Generalsekretär IR Dr. Martin Junge. Sehr geehrter scheidender Landesbischof Juli Frank, sehr geehrter Landesbischof Gohl, sehr geehrte Synode mit ihrer Präsidentin, sehr geehrte Vertreter der Kirchen und der Ökumene, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, verehrte Vertreter und Vertreterinnen der politischen Strukturen, und wenn wir in der Ökumene dann nicht weiter wissen, sagen wir all due protocols observed, womit wir sagen möchten, dass Sie sich alle einbezogen fühlen und begrüßt fühlen, wenn wir Sie ansprechen und wenn wir einen guten Geist wahrnehmen, der über einer Versammlung schwebt, dann sagen wir auch Dear Friends, also Dear Friends. Gerne überbringe ich heute die Grüße der Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes, Pfarrerin Anne Burkhardt, an diesem besonderen Tag für die Evangelische Landeskirche in Württemberg, aber auch für Sie beide. Denn, so schreibt sie, und jetzt lese ich von ihrem Brief, ihren Gruß, eng sind die Beziehungen zwischen der Evangelischen Landeskirche Württemberg und dem Lutherischen Weltbund. Mit Dankbarkeit erinnern wir uns zum Beispiel an unsere Vollversammlung im Jahr 2010 hier in Stuttgart, zu der uns Ihre Landeskirche mit offenen Armen eingeladen und empfangen hat. Aber Ihre Landeskirche unterstützt auch sonst sehr aktiv unsere Arbeit, die Kollekte, der Spendenaufruf während dieses Gottesdienstes ist noch ein Beweis dafür. Aber auch die Mitarbeit in Leitungsgremien gehört dazu. Du, lieber Frank, dientest in den Jahren 2010 bis 2017 als einer der 7 Vizepräsidenten des Lutherischen Weltbunds und arbeitest bis heute als Ratsmitglied an diesem bedeutenden Leitungsgremium mit.
Wir sind dir im LWB dankbar für diesen Dienst. Er ist immer von dem Bestreben geprägt, Lokales und Globales zu verbinden. Und in diesem Bestreben bist du stets als Brückenbauer unterwegs gewesen. Und besonders dann, wenn sich Gräben aufgetan haben, wenn sich Menschen nicht mehr begegnet oder verständigen konnten, hast du um Begegnung und Verständigung gerungen. Über manch einer dieser Brücken, lieber Frank, schreiten wir bis heute als globale Weltgemeinschaft, wenn wir uns aufmachen, um unser Zeugnis von Gottes befreiender Gnade in dieser Welt in Worten und Taten anzubieten. Die Brücken, an denen du mitgebaut hast, sie tragen. Wir sind dankbar, dass du uns auch als Ratsmitglied erhalten bleibst, sowie durch deinen fortwährenden Dienst als Vorsitzender des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbunds und im Institut für ökumenische Forschung in Straßburg. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Wir danken dir. Sie, lieber Bischof Gohl, sind berufen worden, das schöne und ehrenvolle Amt des Bischofs in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg weiterzuführen. Dies geschieht mitten in einer Zeit, und dies ist ja zur Genüge angesprochen worden, die in vielerlei Hinsicht nicht einfach ist. Nicht nur für die Kirche. Wir stehen heute als Kirchen, als Gesellschaften weltweit, aber auch als Menschheit vor enormen Herausforderungen. Und doch bleibt bei aller Veränderung und bei aller Komplexität, die diese mit sich bringen, Gottes Ruf bestehen, um in dieser Zeit der oft so schrillen Töne von Gottes Taten zu sprechen und damit ein Lied seiner Liebe, seiner Gerechtigkeit, aber auch ein Lied der Hoffnung und der Versöhnung in das Weltgeschehen einzubringen. Dieser Auftrag wird durch die extremen Bedingungen nicht geschmälert, sondern ganz im Gegenteil. Er wird verstärkt, er wird umso wichtiger. Es ist gut und es ist schön, Kirche sein zu dürfen. Dazu brauchen wir einander, um Erfahrungen zu teilen, um uns als Kirchen gegenseitig zu unterstützen, um gemeinsam zu handeln, wie wir dies im Lutherischen Weltbund tun, um die frohe Botschaft des Evangeliums ansprechend zu verkündigen, um uns für einen gerechten Frieden einzusetzen angesichts der andauernden Kriege auch in Osteuropa, um allen Bemühungen um Klimagerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung zu unterstützen, um Flüchtlinge und Bedürftige zu schützen, um den Ausgegrenzten Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Zusammen mit meiner offenherzigen Einladung zur weiteren Zusammenarbeit möchte ich Ihnen heute, lieber Landesbischof, die Gebete und die Unterstützung Ihrer Schwester und Brüder weltweit zusichern. Ich freue mich sehr auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit Ihnen. Der Wochenpsalm heißt: Ich danke dir vom ganzen Herzen. Ich will deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Diese Worte aus dem Psalm eignen sich hervorragend als Weisung für diesen Moment des Abschieds und des Neuanfangs. Möge dieses Vertrauen tragen und zur Quelle der Kraft und der Hoffnung über sie beide stehen. Möge Gott, der Allmächtige, sie beide segnen, damit sie stets neu zu einem Segen werden. Gezeichnet Pfarrerin Anne Burkhardt, Generalsekretärin des Lutherischen Weltbunds.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Junge, für Ihr Grußwort. Und nun ist der Ort für den Dank. Zunächst spricht der scheidende Landesbischof Emeritus Dr. H.C. Frank-Ottfried Juli zu uns und ihm wird sich sodann direkt anschließen unser neuer Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl. Ja, eine Vorbemerkung, ich habe den Traubenzucker nicht vergessen heute Morgen, aber die Skizze meines Dankeswortes. Aber es ist auch gar nicht nötig, weil wir beide haben gesagt, aus Barmherzigkeit wollen wir unseren Dank herzlich und stark ausdrücken, aber etwas verkürzt. Ich will natürlich sagen, wenn man so viel Dank und Lob zugesprochen bekommt wie heute und die Medaille, man muss schon psychisch stabil zu sein, um das auszuhalten. Und das andere ist mit dem Emeritus, ich merke, das macht schon was an mir. Aber ich weiß, es sind einige Altbischöfe da, die haben mir versprochen, mich zu coachen, wenn es jetzt schwieriger wird. Aber vielen Dank, dass Sie in dieser Form da waren und diesen Übergang, Abschied und Neubeginn begleitet haben. Ich danke erstmal ganz herzlich Ihnen, lieber Herr Ministerpräsident. Das war mehr als eine Arbeitsbeziehung und ich kann da nur herzlichen Dank sagen, auch für vielen Austausch, der abseits der normalen Spuren lag. Aber ich beziehe viele ein, die auf dieser Seite sitzen. Weggemeinschaft haben wir zum Teil auch erfahren, liebe Frau Landtagspräsidentin, im Jahr der Reformation, wo wir über Luther gesprochen haben, lieber Herr Innenminister, lieber Staatssekretär, lieber Oberbürgermeister, sind die Kammer. Ja, ich sehe es schon, alles gut. Vielen, vielen Dank auch den Abgeordneten, das war Weggemeinschaft. Das Zweite natürlich meinen Dank an die Landessynode, den ich schon ausgesprochen habe in meinem Schlusswort, für alle Wegbegleitung. Ja, es waren Herausforderungen und es ist so wie in der Politik, auch in der Landeskirche gibt es immer mal wieder die Balance des Zusammenspiels zwischen Synode und Bischof und Kollegium. Frau Präsidentin hat es gesagt, wir haben das auch immer wieder offen geteilt und ausgesprochen. Da wünsche ich auch Gottes Segen und Geleit für die Zukunft und bin mir gewiss, dass das gehen kann. Ich danke an dieser Stelle auch den anderen Verfassungsorganen, nämlich dem Kollegium des Oberkirchenrats, vertreten durch Herrn Werner und den Kolleginnen und Kollegen. Eine lange Wegstrecke miteinander mit manchem personellen Wechsel. Und auch da gab es oft wieder unterschiedliche Diskussionen, unterschiedliche Sichtweisen, aber dann auch immer ein großer Wille, miteinander diese Einheit zu gehen. Ich danke euch, liebes Kollegium, sehr dafür. Zum anderen natürlich, was auch ausgesprochen wurde heute für die evangelische Kirche in Deutschland, da sind viele heute da, denen ich einzeln danken könnte. Ich habe mich immer wohl gefühlt in der Kirchenkonferenz mit Juristen, Juristinnen, Bischöfen und Bischöfen, leitenden Geistlichen zusammen über den Weg der Kirche nachzudenken. Vielen, vielen Dank. Und ich danke natürlich hier auch mit großem Herzen, glaube ich, der ökumenischen Zusammenarbeit mit den katholischen Diözesen im Land. Ich will hier auch die Fakultät erwähnen, die Universität Tübingen. Ich sehe den Herrn Rektor und Mitglieder der Fakultät. Es war für mich auch ein wichtiges Feld vieler Gespräche und Begegnungen. Ökumene war ein Leben, bleibt mein Lebensthema und auch die Ökumene im Lutherischen Weltbund. Vielen Dank für die Worte noch einmal, Martin Junge und auch Volker, der sitzt dort hinten. Ich danke natürlich, das mache ich aber hier nicht zu breit, meiner Familie, meiner Frau. Das ist immer schwierig. Vielen Dank. Und ich Ich hab schon wieder die Fassung. Danke euch, danke Ihnen. Und natürlich am Schluss
meinem Nachfolger. Wir haben in der letzten Zeit der gemeinsamen Vorbereitung wirklich so gut zueinander gefunden, dass es mir erlaubt sei, auch in einer Kirche, aber wir sind jetzt im Festakt außerhalb des Gottesdienstes, einen meiner Lieblingsfilmklassiker zu zitieren, Casablanca, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Lieber Ernst Wilhelm, Gottes Segen und Geleit Ihnen allen. Vor 17 Jahren war das schon ein angemessener Beifall, also gar keine Frage. Ich kann es kurz machen, weil ich mich einfach an den Dank von dir, Frank Ottfried Juli, anschließe. Du hast alle Personen genannt. Meine Redezeit habe ich schon deutlich überschritten, um auch das zu hören. Und was ja wichtig ist, hingehen, zuhören und jetzt kommt Gemeinschaft feiern. Ich glaube, das ist jetzt was Wichtiges, dass wir jetzt die Zeit haben, uns begegnen, miteinander reden. Das ist auch Kirche. Und vor wenigen Wochen hat mir ein lieber Mensch ein wunderbares Zitat gesagt. Du hast mit Casablanca geschlossen, ich schließe mit Kaiser Franz Josef. Ich habe schon letztes Mal bei meiner Verabschiedung in Ulm gesagt, gute Sprüche darf man aber zweimal sagen. Er, also nicht, dass ich mich mit dem Kaiser vergleiche, er muss wohl bei allen empfängen. Egal, ob er im Dorf war oder bei gekrönten Häuptern, gesagt habe, es hat mich sehr gefreut, vielen Dank. Und damit sind wir am Ende des ersten Teils und des Festaktes hier in der Stiftskirche in Stuttgart angekommen. Ich danke an dieser Stelle schon einmal allen, die bis hierher zum Gelingen beigetragen haben. Am Ende noch einige Hinweise. Im Anschluss an diesen Festakt sind Sie alle sehr herzlich eingeladen zum Empfang im Hospitalhof. Wir sind deshalb sehr dankbar, wenn Sie anschließend zügig und geordnet die Kirche verlassen. Denn während des Empfangs ist viel Zeit eingeplant für den persönlichen Austausch und persönliche Begrüßungen. Damit das geordnet erfolgt, nur der Hinweis, dass an der Spitze des Zuges aus der Kirche hinaus und zum Hospitalhof gleich im Anschluss und während der Musik zum Auszug die Bischöfe und im Anschluss die Mitglieder, die an der Liturgie mitgewirkt haben, gehen werden. Wir bitten sich dann einfach anzuschließen. Für die Nichtsortskundigen, der Hospitalhof ist gute 5 Fußminuten von der Stiftskirche entfernt. Folgen Sie den Bischöfen bzw. dem sich anschließenden Zug. Sollten Sie diesen Zug aus den Augen verloren haben oder den falschen Menschen gefolgt sein, gebe ich noch den Hinweis, dass verschiedene Posaunenchöre ein musikalisches Klangband zum Hospitalhof legen werden. Solange Sie Posaunenmusik hören, sind Sie auf dem richtigen Weg. Das gilt generell und heute im Besonderen. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns im Hospitalhof weiterfeiern. Es erwartet Sie Speis und Trank, Zeit für Gespräche und ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik und inhaltlichen Highlights. Und
sollten Sie sich nicht angemeldet haben, jetzt aber sagen, ein Imbiss oder ein Gläschen Bier oder Saft oder Wein wäre doch ganz schön gewesen, dann kommen Sie trotzdem mit. Es kommt nicht auf diese vorherige Anmeldung an. Sie sind uns alle ganz herzlich willkommen. Und damit sind wir zugerüstet und können uns auf den Weg machen. Die Hanke Brothers werden dafür den musikalischen Startpunkt setzen. Vielen Dank Ihnen.
Thank you.